Go, go, go! So. Normaler so, okay, Spucker, da ja. Sind wir wieder. Wir haben den Tag rumgebracht und eben kam noch. Super, jetzt du hast doch was hinter dir herlaufen. Oh, das ist gut, dass du das sagst. Ich bin. Ich habe auch nicht mehr viel Leben. Ich hatte ja eh schon nicht mehr viel und jetzt habe ich noch weniger. So, ich helfe dir. Er ist tot. Sehr schön. Okay. Wir Leichen lassen wir? Super. Ja. So, okay, wir machen einen kleinen Ausflug. Wir wollen auch mal irgendwie ein bisschen durch die Gegend fahren. Mein Abo-Alarm funktioniert nicht. Ein Resub von 2 Monaten. Sieh mal. Ja, vielen Dank dafür. Stimmt, hat nichts angezeigt. Das ist ja ganz merkwürdig. Ja, das... Manchmal passiert das. Mal vor. Ja. Was? Ah, toll. Das muss in der Science Station. Sekunde. Ah, die Batterie Es verzögert sich dann mal ganz kurz, weil ich bin kurz vorm Sterben. Okay. Und wir haben nichts mehr zum Heilen und ich muss es in der Science Station herstellen. Die Batterie ist und am Arsch. Okay. Das würde ich jetzt ganz gerne mal machen. Wir haben über Nacht auch 2 von diesen Science Stations aufgestellt. Die Batterie Recipes. Ist leer, ja. Die Batterie kann man ganz schnell wieder aufladen, indem man sie einfach... Crafted in Science Workstation with Medical... Ach, das wird gar nicht in der da hergestellt. Das wird in der anderen hergestellt. Jetzt lädt sie wieder auf. Ja. So. Also, bei dem anderen Minibike war die Batterie alle, deswegen ging nichts mehr. Die hat wahrscheinlich die ganze Nacht gebrannt und Ende. Ja, das könnte sein. Okay. So, okay. Also, ich wäre dann soweit. Ich auch. Okay, kann losgehen. La 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 la. So, dann führe er mich zu dem Schatz. Zu dem Schatz, richtig. Wir haben hier einen neuen Schatz gefunden. Ich hatte hier noch eine Markierung. Und dann wollen wir da mal gucken. So, Schatzalarm. Und da ich die Oge habe, ist der ganz schnell ausgegraben. Der macht zack, 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 zack und er ist weg. Das würde ich nicht mit der Ora machen. Auf jeden Fall. Zack, 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 auch die Kiste weg, nein, oder? Nein, nein. Du siehst ja die Lücke, die dann entsteht, wo die Kiste ist. Ja, einmal ganz kurz, bevor dann, du siehst dann und dann... Ja, nachdem du die Lücke siehst, siehst du es noch bröseln. Nein, das ist ja keine Zauber-Oger. Berühmte letzte Worte. Nein, nein. Ach, das, nein. Quatsch. So doch nicht. So, ja, mal gucken. Ging wohl nicht unter, wurde nicht angezeigt. Aber ja. Auf jeden Fall, Dankeschön. Dankeschön für den Sub. Resub 2 Monate. Sehr nice. Das ist echt cool. Gefällt mir. Also, Dankeschön nochmal. Ist blöd, so, wenn die Anzeige wirklich nicht geht. Aber ich habe ja Mods, die aufpassen. Das ist blöd. Und ich bin ja bei Tipi-Stream. Die haben das echt öfter. Und du bist bei Streamlabs, ne? Streamlabs, ist ja interessant, genau. Dass die da auch nicht ganz vorgefeilt sind. Irgendwie. Nee. Also Follow hat ja geklappt, aber jetzt der Resub, das hat nicht geklappt. Das ist natürlich dann ätzend. Mein Fähnchen wird gar nicht größer. So eine rote Markierung müsste auf dem Kompass auch irgendwann größer werden, oder? Ja, irgendwann, wenn du in der Nähe bist. Ach doch, jetzt wird es langsam ein bisschen größer. Hier links ist ja noch eine große Stadt. Da waren wir aber schon, glaube ich. Wir haben natürlich noch nicht alles gelootet, ne? Ja. Nun, also in der Höhe waren wir schon. Oder wenn du mal auf die Map guckst, so direkt geradeaus weiter, so zwischen Südwest und West, warst du das schon? Hast du den Schatz vielleicht schon ausgegraben oder so? Nee, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich diese Markierung da jetzt schon habe. Also wir haben jetzt Tag 2. Wir haben Februar, Weekday 2. Ja, das, jeden Tag geht's weiter, also das ist dann in Echtzeit. Das dann dauert nämlich eine Jahreszeit wirklich 70 Tage. Also da werden wir nicht viele Jahreszeiten zu sehen kriegen, glaube ich. Ewiger Frühling. Oh. Oh, dahinter ist aber eine Stadt. Dahinter ist noch eine Stadt. Ich sehe ein Hochhaus. Hier, guck mal, hier links ist ja auch ein fettes Hochhaus, ne? Wenn du mal guckst. Wir können doch eigentlich gefahrlos hier durch. Ach nee, hier sind Minen, ne, oder? Ja, warte noch kurz, ich will noch die Fracks. Zerlägen. Ah,
Aber so viel Minen liegen hier nicht rum, ne? Oder? Nee. Kein Problem. Eine reicht ja auch, ne? Oder? Nein. Die eine würde ich nicht umbringen. Haha. So, dann fahr vor. Ich fahr mal genau in deiner Spur, dass mir dann nichts passiert. Zum Geier ist denn der Schatz. Sag mal, ich fahre hier. Willst du hier an den Autos mal halten? Kann ich machen, ja. Ja, eine neue Stadt. Hier ist überall zerstörtes Biom. So, wo ist denn der Schatz? Ach, wir müssen jetzt etwas nach links unten. Da ist Schatz. Okay. Schnapp dir den, also geh schon mal hin, ich komme sofort nach. Also ich bin ja gespannt, ob da gleich wirklich noch, ob das hier wirklich noch aufleuchtet. Nee, Moment. Ich habe da eine Markierung mit einem X gesetzt. Das ist keine Schatzanzeige mehr. Dann haben wir den schon... Ich sehe keine Schatzkiste. Ich habe eine Markierung mit einem X gesetzt und habe da Schatz dran geschrieben. Warum habe ich das denn getan? Das habe ich auch. Da war ja, eben. Vielleicht mal einer. Ja, aber kann der dann verschwinden oder was? Wo ist denn... Ich lösche das erstmal. Burg, Banditen, Stadt X. Wieso ist der... Ich meine, wieso mache ich denn da eine Markierung mit einem X und schreibe Schatz dahin? Keine Ahnung. Da ist ein Stück Autobahnbrücke, da fahre ich mal hin. Da ist auch ein Burning Barrel, das nehmen wir gleich mit. Du, da stehen Woodframes. Die müssen da gewesen sein, aber wieso sehe ich das denn nicht auf der Map? Ach, kann es sein, dass du... Du musst da doch... Wow, Bandit! Wo? Da war eben einer. Also da vorne stehen zwei Woodframes aufeinander, ungefähr da, wo der Schatz gewesen ist. Ja. Drück doch mal M, du musst da hier schon gewesen sein. Ich drücke hier kein M, da ist ein Bandit, hallo? Ich bin jetzt in der Stadt. Ja, okay. Aber wenn du in Sicherheit bist, drück doch mal M. Ich glaube, dass du hier schon warst. Das kann gut sein, das will ich gar nicht abstreiten. Weil hier sind so Woodframe-Markierungen, weißt du, die man setzt eigentlich, wenn man... Ich war hier auch schon, so ist es nicht. Na toll. Müssen nur vor Banditen aufpassen, die sind hier nicht so ohne. Ja gut, also wenn du hier schon warst, ist ja... Wollen wir mal ein bisschen durch die Gegend fahren oder wollen wir uns die Stadt hier, das Hochhaus da mal angucken? Das ist eine Bücherei. Hier links ist eine Bücherei, eine große. Drück mal M. Sag mir mal, bis wohin du schon warst. Steig mal ab, jetzt ist ja hier ungefährlich. Bis hierhin, bis hierhin, genau bis hierhin. Ach so, ja, ist das so. Mhm. Wollen wir nach ordentlichen Geschäften hier mal gucken? Ich meine, hier der Buchladen ist ja schon mal was. Buchladen? Wollen wir den machen? Ja, viel. Nein? Okay. Doch, könnte man. Was ist das hier für ein Laden? Brauchen wir überhaupt noch so wahnsinnig viel Bücher? Oder, ja, das überlege ich mir auch gerade halt. Gar nicht so viel. Guck mal nach einem Waffengeschäft oder Werkzeugladen oder sowas. Ja, ich fahre hier mal nochmal weiter. Also ich habe hier ein Haarstudio und hier ist so eine Art Pfandleihe. Ein Haarstudio. Asaks Haarstudio. Also hier, die Stadt geht hier noch so zu kleinen Ausläufern weiter. Ich glaube, da hinten kommt nochmal eine neue Stadt. Okay. Ja, hier hinten kommt nochmal irgendwie nochmal was Neues. Ich fahre hier mal rum. Ich fahre jetzt hier mal querfeld ein. Hier hinter ist nochmal Gebäude irgendwie. Hier kommt so ein langer Grünstreifen und dann kommen nochmal Gebäude. Mhm. Das muss aber was anderes sein. Ja, hier ist noch eine Stadt. Und der Wohnmobilheim. Cool.
Krass. Das ist ja lustig. Okay. Oh, ein Foto. So. Nehmt die Baustelle. Ja, nee, wir wollten ja. Von der Baustelle halte ich gar nichts. Also ich guck mal nach, ob ich hier irgendwie ein Spezialgebäude sehe. Gerade nicht. Mhm. Da vorne kommt wieder zerstörtes Biom. Da möchte ich nicht so gerne wieder rein müssen unbedingt. Ich drehe hier mal. Hier ist ein Motel. Motel 8. Sagt mir jetzt so gar nichts. Nee, Pfandleiher wegen der Gouge, hätte ich gesagt, wäre interessant. Woran erkenne ich einen Pfandleiher denn? Ach, das ist eine Wäscherei. Hier sind Waschmaschinen. Das ist eine Wäscherei, ich habe mich geirrt, das ist kein Pfandleiher. Ein kleines Militärlager, das lohnt sich ja meistens wieder nicht. Hier ist ein Maisfeld. Das können wir abernten, das ist ja geschenkt. Tankstelle. Kann ich auch. Why not, oder? Kann ich natürlich auch nur einen Teil von mitnehmen. Manchmal. Da kann ich. Viel Mais kann ich hier echt nicht mitnehmen. Viele Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ja, ein bisschen Mais habe ich. Ich kann mal achten. Was haben wir denn hier noch? Also kleine Westernläden, nochmal Militärlager. Nee, aber kein Spiel. Speziale. Doch, Shit. Zwei Tankstellen. Ja, ich bin auch bei einer Tankstelle, nehme ich auch gerade auseinander. Dann gehe ich doch mal rein in die Tankstelle. Gib wenigstens Sprit. Und ein paar Bauteile. Oh, ich glaube, da ist ein Bär hinter der Tankstelle. Ist nicht gut. Da ist irgendwas Großes jedenfalls. Das hört sich nicht gut an. Echt Zeitung? Okay. Gerade leichte Lecks hier beim... Einen Bogen einstecken, keine Pfeile, ey, das ist doch scheiße. Also mit dem Laserschwert kann man ja Safes unheimlich geil öffnen, ne? Gell? Hat was. Ich habe so einen kleinen Wandsafe, zwei Schläge. Dann war der auf. Oh, verdammt. Alarmanlage. Ich hab wieder Schwein gehabt, ist nichts rausgekommen. Aber hier, bau die Zapfsäulen ab. Hab ich. Also okay, weißt du dann, ne? Ja. Das könnte man machen. Boah. Klingt nach Stress bei dir. Ich habe das erste Mal, dass ich eine Alarmanlage hatte und ich habe mich gewundert, wieso liegt denn da jetzt plötzlich links von mir eine Zombie-Leiche? Okay, es spawnt quasi ein Sleeper, ne? Und, Da spawnen bis zu 4-5 Leute, ne? Und dann hast du den Stress. Ja, es war mein erstes Mal, dass ich eine Alarmanlage quasi hatte, glaube ich. Also, und dass dann was gespawnt ist. Ich hatte ja bisher immer das Glück, dass dann da nichts gespawnt ist, wenn eine Alarmanlage losging. Das war ja das Ding. So, ein bisschen Benzin nehme ich nochmal mit hier und ja, da ist noch eine zweite Tankstelle, aber ich möchte nochmal ein bisschen durch die Gegend fahren eben. So, das kann weg. Wo will ich denn mal hin? Hier, ich wollte mal versuchen, der Straße dazu folgen, macht ja keinen Sinn.
der Straße mal folgen. Ich guck mir hier noch mal ein bisschen um. Unbedingt. Auf der Tankstelle steht ein Panzer? Quatsch. Echt jetzt? Echt? Moment. Ich krieg gerade einen Kommentar im Chat. Kann mir eigentlich vorstellen, warum sollte er sich das... Moment, das haben wir gleich. Check das mal. Wenn da ein Panzer ist, komme ich sofort zu dir. Den zerlegen wir. Ach du Scheiße. Auf der Tankstelle? Ja, auf der Tankstelle steht ein Panzer. Echt jetzt? Ich komme zu dir. Ja, also entweder ein Panzer oder so ein Truppentransporter. Ich muss mal gucken, was es ist. Es hat, glaube ich, kein Rohr. Es ist grün, hat Tarnfarben und hat oben so einen Aufsatz mit so einer Pistole. Aber es hat vorne kein großes, Panzerrohr. Ich komme mal zu dir. Das check ich mal. Der ist ja richtig klasse eingepackt. Moment, da mal ein Foto von. Da habe ich doch mal ein Thumbnail für die Folge. Glaube, hatte ich dir. Stimmt, da war doch irgendwie. Well, ich hatte dich doch mal irgendwann. Hatte ich deinen Rucksack geholt. Von irgendwelchen Banditen bist du doch mal erschossen worden. War das nicht hier? Ja. Das könnte die Stadt gewesen sein. Dann sollten wir uns die Kirche mal angucken. Dann sind nämlich da. Ja. So, ich bin da, wo du auch bist. Der ist auch geil eingepackt, der Panzer. Hammer. Geil ist das denn? Ja, danke schön an. Verdammt, wer hat's geschrieben? Moment. Doreen Happy. Also auf jeden Fall. Den habe ich zumindest gelesen. Vielleicht haben es auch noch andere geschrieben. Oder, ne? Da oben spawnen jetzt Sachen, oder wie? Da war jetzt ein Worker. Oh, hilf mir mal. Wir haben ein Problem, der ist schnell und ich habe nicht viel Leben. Down. Dankeschön. Ja, das ist ein echter Panzer. Ich guck mal, ob ich ein Zweibein drin finde oder... Ja! Wir haben zwei! Sekunde. Wir haben zwei Dreibeine. Oh, dann lass mir mal eins drin. Ich möchte selber mal eben eins ins Inventar nehmen. Bitteschön. So. Alles klar, jetzt können wir ein 50er Kaliber aufbauen. Zwei Stück? Zwei Stück. Zwei Stück. So, das abbauen heißt, zwei 50er Kaliber. Noch. Abbauen tun wir den trotzdem noch, mhm. Ne? Ich habe eine lila Ranch. Ich habe eine grüne. Dann ran. Vielleicht kriegen wir noch Waffenbauteile. Gut eingeparkt. Respekt. Respekt an den Fahrer. Ja, ist geil. Ey, Mensch. Doreen, dankeschön. Echt richtig. Krass. Da kann ich es egal. Wenn der sowas Gutes dabei hat, ist mir auch egal, wie der Panzer da hochkommt. Aber das bedeutet, wir können uns dann jetzt endlich mal eine gute Knarre für die Horde herstellen. Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch Schießpulver und so ein Krams alles besorgen, aber... Das kriegen wir schon in den Griff. Wie geil. Cool. Danke. Unglaublich, ist da auf dem Dach. In Richtung der zwei Straßen weiter ist noch einer. Aber wo sieht die eigentlich immer die ganzen Panzer? In Richtung der zwei Straßen. Ah, Well, ich habe noch was für dich, was du lernen könntest. Ich werf's dem mal hin. Achtung. In Richtung. Hier. In der Richtung zwei Straßen weiter. Guck mal. Ist noch einer. Ja, was? Ja? Nimm das mal und lern das. Sei doch so lieb. Ah, gut. Wenn Sehr du gut. willst, kannst du mir Pulver, Metall, Federn, mechanische Parts, elektrische Parts, elektronische Parts geben. Ich schmeiß mal eben was in mein Minibike und dann kannst du dir mal... Da kann ich nicht reingucken, weil es ist ja deins.
Hier, hier, in das Auto hier. Schmeiß hier das ins Auto. Super. Okay, kommt aber keiner. Okay, kannst du mal reingucken. Aber du musst jetzt nicht alles nehmen, ne? Ich habe jetzt wirklich nichts mehr, kaum noch was im Inventar. Also ich nehme da gerne wieder was von ab, ne? Aber nur das, was du da so stacken kannst, mechanische Teile und sowas. Ja, das Spoiled Food schmeiße ich mal weg. Die das Chains, die Chains behalte ich mal lieber. Newspapers schmeiße ich auch weg. Ja, passt. Warte mal, es hieß irgendwie in der Richtung zwei Straßen weiter ist noch einer. Sag mal, guck mal, hier ist das, das ist doch aber auch ein Asrak? Ja. Hier ist doch auch ein, so ein Transporter, oder? Was ist das hier? Da, hier. So ein Militärtransporter. Oh, das despawned. Ja. Und schon geht's los. Hunde. Ein Hund hinter mir. Ich habe eine Blutung. Brauchst du Bandage oder hast du welche? Ich habe eine Bandage für dich. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, lass uns die killen. Weil die haben guten Loot dabei. Ein Tomahawk. Läuft. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht schon wieder ein Hund da rauskommt. Ich habe keine Munition mehr. Soll ich nochmal ran oder nicht? Du hast es schon erledigt. Sie sind schon da. Oh, drei Stück gleich von mir. Vier. Fünf. Ach, die anderen stehen auch dahinter und warten. Ne? Ja. Okay, der erste ist weg. Einen habe ich auch. Eine Schatzkarte. Das ist ja mal. Ja, die haben ja guten Loot. Die haben guten Loot. Ja. Meiner ist wieder down. Klar, ne? Ja. Ah, wunderbar. Und Munition haben sie auch dabei. Oh, ich bin schon wieder voll, verdammt. Ich bin voll, ich kann nichts mehr nehmen. Ah, du kannst aber bestimmt auch was wegschmeißen, oder? Ansonsten kannst du noch was in dein Minipack packen? Ja, aber ich kann dir ja sonst gleich was abnehmen, ist ja kein Problem. Oh, der hat eine Desert Eagle. Ja, ich hab noch Platz sonst. Da hinten kommt ein Feuerwehrmann. Ach, der ist so langsam. Oh, da kommen ja lustige. Immer wieder andere. Dahinter ist noch einer. Ein Tomahawkmann und so ein Militärkriecher. Ich bin voll, ich bin absolut voll. Das ist ein guter Truppentransporter. Den sollten wir uns warm halten. Wir lassen ihn ja erstmal stehen, ne? Richtig. Okay, gut. Hm.
In Richtung Nord. Erste Kreuzung links, dann zwei Straßen weiter. An der Kreuzung steht ein Panzer. Okay, pass auf. Okay. Da gucken wir mal. In Richtung Nord. Erste Kreuzung links. Ah, oh, sind. Okay. Müsste er eigentlich dann hier oben sein? Habe ich den komplett übersehen vorhin? Ich glaube, ich gucke nach sowas gar nicht. Ja, hier rechts, dann müsste... Ja, hier war ich vorhin. Also irgendwo wird hier noch einer stehen. Ich fahre mal die Parallelstraße dazu, okay, Asak? Ich dachte, du fährst da vorne geradeaus weiter. Ist hier noch kein... Ach, hier! Ja, ein Abrams. So, den machen wir noch. Ja. Und danach können wir dann auch mal die Folge beenden, oder? So 26 Minuten. Gab's was drin? Ja, ein Tripod. Alles klar. Und ganz kleines bisschen Duckfeld. Wollen wir den nochmal ausnehmen? Den können wir nochmal. Ich kann nichts mehr nehmen. Ich bin voll. Ich kann dir noch eine Queste hinwerfen. Vielleicht kannst du die lernen. Das kannst du machen. Guck mal. Nimm die mal. Mhm. Vielleicht kannst du das lernen. Ja. Hast du noch Eisen, leere Gläser? Hast du Pulver, das du mir geben kannst? Benzin nehme ich noch. Öl? Also, leere Gläser habe ich hier. Ja, damit. Das kann weg, das nimmst du nicht. Nimm das nicht. Nein. Stoff brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Den Puffercode brauchen wir nicht. Obwohl, den können wir verkaufen. Hm. Du kannst eine Schatzkarte lernen. Hier, bitteschön. Ja, okay. Der SMG. First Aid Schematik können wir verkaufen. Ich glaube, du kennst die schon. Hast du Casino-Tokens oder sowas? Ja. Okay, hier, bitteschön. Casino-Tokens. Ja, habe ich. Ja, nee, passt. Also ich kann noch ein bisschen was aufnehmen. Okay. Ich kann den sonst auch eben alleine irgendwie... Oder wir lassen den einfach hier stehen. Wir können ihn markieren. Ja, dann kommen wir wieder her. Genau. Dann kann ich ja erstmal dieses Ding mit dem den Marker mit der Dings hier rausnehmen. Mit dem Schatz, der... Ja. Den wir schon hier... Ja, wo waren der Truppentransporter? Der war doch auch hier irgendwo... glaube ich, hier irgendwie. Den finde ich wieder. Das ist nicht so das Problem. Wollen wir uns dann endlich hier ausloggen? Ja, ne, oder? Wir fahren jetzt nicht zurück, ne, erst. Dann lass uns irgendwo wenigstens hoch aufs Dach gehen oder so. Ja, dann gehen wir doch auch wieder aufs Dach von der Panzer war von vorhin da. Okay. Das war doch ein gutes Dach. Ja, war nice. So, ja, Richtung Süden wieder. Das Ergebnis zählt, ja. Hier ist doch eine Tankstelle, da können wir auch aufs Dach. Ja, aber die habe ich noch nicht gelootet. Ach so, die Tankstelle. Okay, dann lass mal lieber. Das war hier, ne? Ja, hier war das. Och, ist er. Die Feuer. Was denn? Der Feuerwehrmann, den wir gekillt haben. Ja. Der lief da vorne eben rum, dann hat er gemerkt, dass wir wieder da sind, dann ist ihm eingefallen, dass er eigentlich schon tot war, hat sich sofort auf die Nase gelegt. Okay. Kein Scherz, könnte man eben sehen. Dann müsst ihr, kann das mal jemand klippen? Das ist ja geil. Das ist ja der Hammer. Das schneide ich mir nachträglich raus. Das ist ja krasser. Das habe ich schon mal gehabt, sowas. Was mache ich eigentlich da? Richtig geil. So, alles klar. Ach, gut. So, okay. Dann können wir auslocken. Verabschieden wir uns in die Folge und... Genau. Ich sage tschüss. Jo, bis dann. Tschüss.